Das ist Atzes iPad, mit dem er uns durch die Session bringt. Ey, da ist man hier eine halbe Stunde weg und dann wird er was angedreht. Das weiß ich, so wie Rennfahrer immer seid, die da, wo er sein soll. Ja, das immer wieder. Relativ kurze Ausfahrt. Ob sensitiv gewaschen hast, hat er... Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir unterhalten uns gerade über Waschtipps, ja? Hier. Der zarte Pfirsich auf der rechten Seite. Der hat mir gerade noch wertvolle Tipps gegeben. Morning, Roger. Morgen. Hi. Hi. Roger ist im Stress. Der zarte Pfirsich. Da ist schon Glück. Guten Morgen. Moin. Mit Hemd heute. Oh, auf Fische. Auf Race Day angelehnt. Auf Race Day angelehnt. Jetzt hat der Race Day. Heute ist Race Day. Bonbons haben wir auch. Ja? Die Bonbons, die Ohren stopfen, weißt du? Oh, das war ein Spaß. Der so, Jean-Luc ist wieder gut drauf heute. Ich wollte halt nicht nachher dann... Aber immerhin, ich finde es ja gut, dass du nie einen auf Busfahrer machst. Wieso? Wie machen Busfahrer? Ihr kurzärmelige Hemden. Alter, wer kurzärmelige Morgen! Morgen! Guten Morgen! Ja, das ist aber du bist der neue Barista? Steht oben auf dem Bus. Nee, ich tue nur so. Achso. Ja, wir haben gerade erfahren, dass unsere Zeit gestrichen wurde. Heißt, wir starten jetzt nicht von P16, sondern von P18. Warum wurde die gestrichen? Weil ich in Q3 ohne Pitlimiter aus der Box gefahren bin und dann 9 km zu schnell war. Zum zweiten Mal. Sag's bitte nochmal. Beim ersten Mal habe ich einfach den Pitlimiter an der falschen Linie rausgemacht. Ja. Das ist ja was anderes. Ja, aber trotzdem zum zweiten Mal, ja. Beim ersten Mal wurde nur die Rundenzeit von dem Qualifying gestrichen und jetzt beim zweiten Mal von allen. Ja. Obwohl das nicht ganz so kommunikativ. Gar nicht, könnte man auch anders sagen. Sonst wäre ja langweilig. Also ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass man, also es gibt es nirgendwo, habe ich auf jeden Fall noch nie erlebt, dass man eine Qualifying-Zeit streicht, bevor sie gefahren wurde. Und die Kommunikation, die war halt auch mangelhaft, weil sonst hätten wir vielleicht überlegt, weiß nicht, ob wir das Auto vielleicht stehen lassen, wie auch immer. Vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber ne, es ist auf jeden Fall ärgerlich und blöd gelaufen. Ja, aber gut, so ist es eben. Ob du jetzt von 16 oder 18 startest, ist glaube ich nicht so relevant bei einem 24-Stunden-Rennen, aber es ärgert einfach einen. Also mich ärgert es brutal, weil ich mir einfach denke, du dumme Sau. So ist das jetzt eben. Und jetzt? Das hatten wir ja schon mal, ne? Abu Dhabi ist ja ein kleines Hobby von dir. Ja, stimmt. Das war aber Dubai übrigens. Achso, Entschuldigung. Morgen! Guten Morgen! Guten Mittag! Und weiter weiß ich nicht. Was da gerade auch läuft? Was? Ja, die Sache ist ja immer, Teammanager ist immer ein sehr, sehr, sehr wichtiger Beruf. Der Arzt nimmt den sehr ernst. Schaut doch mal darüber. Ja! Man muss auch noch sagen, das ist wirklich das iPad vom Teammanager. Das ist Atzes iPad, mit dem er uns durch die Session bringt. Hier, Atze. Sag mal, wie ist das mit dir gerade? Schwer beschäftigt, oder? Was willst du von mir jetzt? Ja, was? Ich hab grad die Klamotten hier verteilt und Interviews am Gehen. Aber was ist denn wieder mal? Ey, da ist man hier eine halbe Stunde weg und dann wird einem was angedreht. Was habt ihr da drauf? Gut ist aber auch, wie Interviews am Geben. Die Kuh am Stall, am Schwanz, am Raus, am Ziel. Ne? Schatzi? Ey, ja. Wollt ihr vor 24 Stunden mich jetzt schon fertig machen? Schön war es gewesen. Schönes Warm-up. Ja, war geil. 3 Runden gefahren und nur ein Auto gesehen. Den Felix. Ja? Stand ein bisschen im Weg, der Felix. Er hat noch nicht so viel Erfahrung hier. Du kannst ja gar nichts für. Das war eine gemeine Stelle. Tiergarten. Also, ne, Döttinger Höhe, dann den Berg runter, da in der Senke. Der kann sich auch nicht in Luft auflösen. Das ist halt so. Nee, aber war echt gut. Auto super. Ich bin ganz geschmeidig gefahren. Denk mal, hab mir so selber 10 Sekunden Puffer reingenommen, weil ich nicht wie in Q3 irgendwo in der Wand hängen wollte. Und Auto ist echt super gefahren, richtig gut, total geil. Also, Spaß gemacht. Fühlst du dich bereit auch? Ja, ja, auf jeden Fall. Also mit einem neuen Rad weiß ich auf jeden Fall, geht einiges. Yeah.
So, trifft man alte Freunde. Rocco, der ist mit uns 2017 auf dem schönen Audi gefahren. Erste Mal mit Elton und Milan the Machine, Party Guy Number One from Amsterdam. Der ist letztes Jahr auch bei Car Collection gefahren, fährt jetzt auch wieder bei Car Collection. Dieses Jahr mit dem Rocco zusammen, geben richtig Gas. Da ist das Wochenspiegel Auto. Genau, Wochenspiegel Ferrari. Sehr schnelles Auto mit dem schönen Markus Winkelhock. Dann haben wir hier BMW Waltenhorst. Und da steht unser Schätzchen Henry. Das ist ein Heile, ne? Ja, du auch. Ja, viel Erfolg. Euch auch. Ja. Lass brennen. Ist der Starter? Ja, nee, Dennis fährt den Start. Fährst du einen Start jetzt? Henry Walkenhorst, der Boss himself, fährt einen Start. Ja, bei uns der Dennis. Dann hier haben wir auch unsere italienischen Freunde. Mit einer Ausnahme. Die sind auf Hankook? Genau, die sind auf Hankook unterwegs mit dem Lambo. Die waren aber im trockenen Pfeil schnell. Die waren richtig schnell. Unser Kollege Mr. Gelato Mirko Bortolotti. Der war richtig, richtig zügig unterwegs, glaube ich, in Q2 war das, war der schnellste, genau, ja. War echt gut. Ja, und dann kommen ein paar Porsche, Fricadelli-Jungs sind am Start. Fricadelli, Ferrari, stand letztes Jahr auf der Pole. Stand letztes Jahr auf der Pole beim 24-Stunden-Rennen. Bin ich mal gespannt, was da heute kommt. Dann quasi direkter Konkurrent. Verteidiger der Pro-Am, die haben letztes Jahr die Pro-Am gewonnen. Huber Motorsport mit dem Fenster.com Auto. Sehr schön. Komm, wir gehen mal guten Tag sagen. Hey, ah, hier vom Brecher. Good luck. Ja. Fliegen, fährst du den Start? Fang Start. Gib alles. Ja, Nico Menzel wird Start fahren, also der lässt auch brennen, bleib stehen, sonst wirst du überfahren. BMW, das sind die Jungs, die auf Pole stehen, mit Philipp Eng unter anderem. Servus. Servus. Wohin? Sehr gerne. Viel Spaß. So, dann ist hier die Porsche Armada, Fricadelli Mantai. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir fast sicher, dass der Kevin Estre den Start fahren wird. Schauen wir mal, also die Jungs werden auf jeden Fall beide. Sowohl Fricadelli als auch Mantai werden richtig brennen lassen. Da können wir einiges erwarten. Weißt du, ich bin eh schon nervös. Wenn du sowas dann noch mit mir machst, dann kann ich nicht mehr. Ja, dann bist du ganz, ganz wild. Wo ist denn der Startkutscher? Ja, das weiß ich, so wie ihr Rennfahrer immer seid, die da, wo er sein soll. Der Stippi kommt eh, weiß ich nicht, 15.00. Ja, der kommt 2 Minuten bevor es losgeht. Wenn überhaupt. Stippi ist tiefenentspannt. Der kommt auch immer mit Helm schon. Die nehmen schon mal ihr Auto auseinander. Guter Kunde, ja gut, der Stippi ist da sehr speziell. Ja, der kommt mit dem Helm auf, aus dem LKW, geht ins Auto, setzt sich rein, Abfahrt. Egal wann. Freies Training, Qualifying, Rennen, egal. Der will mit keinem reden, der will keinem die Hand geben, nix. Der ist komplett im Tunnel. Ja, also Stippi fährt Start. Ja. Sehr schön. Stippi, Marschall, Dontje, Freins. Ja. Ja. Die Audi-Startfahrer. Also die Phoenix-Startfahrer. So. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Schön. Da hätten wir das auch geklärt. Dann gehen wir noch mal ein bisschen gucken. Paar fahren in die Box. Da hier vorne steht der Nisi. Das 49. 24-Stunden-Rennen ist eröffnet. Rock'n'Roll auf 2 Rädern und 4 Rädern hier am Nürburgring. Jetzt sind es die 4 Räder beim 24-Stunden-Rennen und Rowe gewinnt den Start. Ja, ich vermisse die Nummer 6, ja, der kommt auch rein. Also, es waren 2 BMW Waltenhorst drin, dann war es Fahrfuß und es war Maro Edel, aber vorneweg. Erstmal
Da kommt der Angriff von Stolz auf Ketzburg. Hier steht Misi. Da muss ich warten. Ja, eine Minute Zeitstrafe. Schnittene das Slicks? Das sind Slicks, die einfach mit so einem Gerät geschnitten werden, wo du so ein leichtes Profil reinschneidest. Einfach, dann hast du. Ja, hast du quasi ein Trockenrad, was aber auch ein bisschen Wasser ab kann. Der Estre ist von 14 gestartet oder sowas, ne? Und greift jetzt P1 an. P1 schon. Bei den Bedingungen werden die Karten Slick die sichersten und vielleicht auch die schnellsten. Ja, der Mies ist auch auf Cutting Slicks unterwegs. Ja, ja. Wie lange halten die dann? Nicht so lange, aber gut, bei den Bewitterungsbedingungen hier. Das ist so krass, der Estre ist einfach so gestört, ne? Geiler Typ, ey. Und wie ist der Plan? Wer geht als nächstes in Sorte? Wissen wir noch nicht, wahrscheinlich der Max. Wir haben noch ein bisschen, Dennis wird einen Doppelstint fahren. Also haben wir noch ein bisschen nicht Zeit. Alles Dennis. Nee, nicht alles Dennis. Ey, wir müssen schon unter die Arme greifen auch. Ja. Der arme Kerl. Genau, der ist ja noch klein. So kann er gehen, Robin Schanowski, Eingang Hatzenbach. Da vorne in dem Roten bin ich gestern eingeschlagen. Da brennt der Bock. Das ist natürlich super ärgerlich. Vor allen Dingen. Aber der brennt ja, komplett. Ja, den kriegt er, glaube ich, auch mit den paar Löcherchen da nicht. Vor allen Dingen, was ist mit den Marshalls? Okay. Ich denke, das wird nichts. Da haben wir auf jeden Fall jetzt die erste Code 60-Phase. Schade, die E-Unit jetzt nicht dabei ist. Die könnte mit ihrer Wasserkanone da mal kurz drauf und dann wäre alles wieder Sahne. Das geht richtig ab. Hier oben, das ist quasi Flugplatz Schwedenkreuz, alles nass. Und da kommen die natürlich mit den Slicks an und da hat es jetzt schon richtig gekracht. Hier die 350, da sitzt ja Carlos Rivas drauf, der auch im Carrera Cup fährt. Das sieht nicht gut aus, der ist ziemlich heftig eingeschlagen, Auto steht so, ich gehe mal davon aus, dass das Rad hinten links ab ist. Wahnsinn, also das ist halt jetzt wirklich, und das ist auch eine beschissene Stelle. Du kannst nur jetzt pumpen. Ganz, ganz langsam durch. Genau, ja. Es sind 45 Minuten. Ja, und ist schon alles passiert. Dennis ist wieder da, sensationellen ersten Doppelstint hinter sich gebracht, Auto auf P11. Hat sich auch gerade schon entschuldigt, meinte er, sorry, ich habe mir am Anfang in die Hose geschissen. Ganz ehrlich, wir haben da oben gesessen und wir haben uns beim Zuschauen schon in die Hose geschissen. Ich muss sagen, am Anfang mit den Slicks, ey, das, weißt du, du fährst, es tröpfelt nur leicht, am Anfang bist du gut im Griff. Dann hatte ich einen Moment, wo du auf einmal so eine Regenwand fährst, ich glaube, Wasser ist an Adenauer Force. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber dann nee, wir wussten nur, irgendwas ist passiert, aber wir haben nichts gesehen. Okay, auf jeden Fall fliege ich ab an Adenauer Force, so knapp an der Wand vorbei. Danach weiß man das Vertrauen weg, weil du auch gar kein Gefühl mehr hast, ja. wie viel kannst du pushen. Ne? Jetzt haben wir aktuell die Situation, dass es leicht abtrocknet. Ich glaube, wir müssen aufs Links gehen. Jetzt wird es ein bisschen eklig für den Max werden in den nächsten paar Runden. Weil vor allem ab der ersten Hälfte der Runde ist halt noch komplett nass. Ja? Schwieriger Call. Das war ein 50-50-Ding, glaube ich, jetzt gerade. Ich beneide den Max gerade nicht. Wir haben jetzt aufs Links gewechselt. Da könnt ihr sehen. Es ist noch nicht mal die Ideallinie richtig trocken. Ungefähr bis Metzgesfeld und dann. Also es ist auf jeden Fall immer noch tricky da draußen und wird auch, glaube ich, noch eine Weile dauern. Ja, hier, jetzt könnt ihr sehen, jetzt ist die Ideallinie trocken. Also ihr seht wirklich ein paar Meter später und es sind einfach komplett andere Bedingungen. Das Krasse natürlich ist, vor allem jetzt, ich meine, was haben wir? Juni. Bei so Temperaturen ist es nicht mega warm, relativ warm. Es trocknet exponentiell ab. Ja? Also ist die trockene Linie wird so schnell kommen. Ja, also wie gesagt, wild. Es ist und bleibt wild. Ich werde jetzt ins Hotel gehen, ein Stündchen die Augen zumachen und dann komme ich wieder.
Da sind wir wieder. Relativ kurze Ausfahrt. Bisschen nebelig da draußen. Extrem rutschig. Rennleitung hat das einzig Richtige gemacht. Hat abgebrochen. Wie war das Fahren jetzt noch? Boah, ich sag mal so, ich kenne mich ja hier oben aus. Dann ist das okay. Aber ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen echt extrem gefährlich ist. Und deswegen, also wie gesagt, Rennleitung absolut richtig gemacht, das Ganze jetzt abzubrechen. Bevor wir etliche Crashes haben, hatte ich 2007 auch, da haben die zu spät abgebrochen und da sind viele ausgefallen, inklusive uns damals. Wir sind jetzt derzeit auf P21. Ja, das ist okay. Nach dem Boxenstopp, wir waren vor dem Boxenstopp 21, sind jetzt 21. Gerade Jacke anziehen, sonst hole ich mir noch den Tod. Also, rote Flagge bedeutet kein Park für mich. Du darfst alles machen außer tanken. Ja? Was jetzt für uns, ich sag mal, halb geil ist, weil ich bin 5 Runden gefahren. Das heißt, ich habe nur so für 4-5 Runden Sprit in der Karre. Weil ich weiß jetzt nicht wie viel, weil so viel Code 60 war, da verbraucht der Bock natürlich weniger. Das ist für uns jetzt nicht so geil, aber gut, Auto wird geputzt, ist jetzt vielleicht zweitrangig, aber das macht man halt eben so. Die Jungs wechseln die Bremse, der Fisch ist noch ein bisschen am Worken. Räder, hier angefahrene Scheiben und Belege, hat er jetzt ein bisschen, oh, guck mal hier, also ihr seht direkt, der Fisch, der macht das nicht zum ersten Mal. Er lässt die Finger fliegen vom Feind. Kevin auch da, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Er lässt auch die Finger fliegen. Unsere Jungs, die sind so gut, so schnell. Mein ganzes Team ist top organisiert, aber auch die Mechaniker, die wir haben. Alesi hier, eine absolute Legende. Er hat schon, glaube ich, für jeden auch diverse Piloten geschraubt, den gibt. Meist sehr gut drauf. Ja, ist ein guter Kerl. Ich mag ihn. Ich mag ihn richtig gerne. Aber ihm kommst du besser nicht blöd. Und der Vincent macht das, was er am besten kann. Blöd in der Gegend rumstehen und doof gucken. Ja, Vincent und ich, weißt du, das ist so eine ganz spezielle Liebe. Ne, Schatz? Nächstes Update gibt's. Das fragen wir unseren perfekt informierten Teammanager. Ja, schwierig. Keine Ahnung, also aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass das Eifelwetter auch mal ganz entspannt bis morgen früh 5, 6 Uhr so bleibt. Wenn nicht sogar länger. Ja, ich glaube auch. Weil, ich meine, wir sind hier schon so viel All-N-Rennen gefahren, wo wir nicht mal morgens fahren konnten, weil es nicht so geflogen ist. Nichts mehr gesehen, nur eine Nebelwand und dann die Autos so. Oh moin! Und hier auch hier? Nee, die wollen wir nicht sehen. Was soll ich sagen? Es tut mir leid, dass ich bin, wie ich bin. Hey, Felix ist ein guter Kerl. Ist ein lieber Typ. Richtig guter Typ. Ich mag nicht für jeden was. Ja, gut. Was meinst du, wie viele Leute über mich sagen? Ist halt so. Nee, aber ist geil, oder? 24, ich meine, ist ja dein erstes 24er hier, ne? Ja, richtig, das allererste Mal. Ich wäre jetzt auch gerade eingestiegen, um in Nacht zu fahren. Schade, dass jetzt abgebrochen wird. Wie, wann warst du schon draußen, oder als Rot kam? Nee, ich habe hier gewartet, um einzusteigen. Ich wäre wär genau jetzt drin gewesen. Und davor bin ich ja den Start gefahren. Ja. Und ja, das Wetter beim Start, ne? Also ein paar Runden nach dem Start war so viel Wasser da, dass die Leute, wir sind auf der Döttinger Höhe mit so 3-4 Autos, niemand hat sich getraut Vollgas zu fahren, weil du hast nichts gesehen, das Auto ist aufgeschwommen auf der Geraden, bist du so auf einmal und dann alle da so irgendwie so geguckt, wie man sich so durchquetscht.
Also das habe ich noch nie erlebt. Meinst du, ist es langsam übertrieben? Ja, wir holen noch ein paar Kameras dazu. Zwei. Drei, vier. Und einer hat er noch umhängt. Ja, also es ist echt cool, oder? Ist für mich so geil. Das ist das Geilste, was es gibt. Es ist für mich ein ganz großes Privileg, dass ich hier mitfahren kann, weißt du, und das auch so machen kann. Ja, also du musst eigentlich geil sagen, dass du mitfahren darfst. Ne? Das genau. Ist ja schon so echt, so ja, echt krass. Das meine ich, das meine ich. Das ist wirklich Gänsehaut. Wenn ich nur darüber nachdenke, ist Gänsehaut. Aber überall. Ja, ja. Willst du mal führen? Ja? Nein, 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 nein. Oh, hi. Erst wenn drei Kameras aus sind. Also, okay. Was nur für ein Felix. Ich wünsche euch viel Erfolg. Viel Erfolg. Ich hoffe, wir müssen nicht schlafen, aber vielleicht schlafen wir jetzt auch einfach, ne? Ich denke, wir müssen schlafen. Weil das romantisch. Ja, wenn ihr euch mal gefragt habt, wie es an einem Set von drei Fragezeichen aussieht. So. Nebel, Grusel und Co. Ja, also. Ich saß ja im Auto, es war wirklich sehr neblig, alles richtig gemacht und ihr seht, es wird immer schlimmer und schlimmer. Gerade kam die Info, 7 Uhr geht weiter. Ich würde sagen, da schlafen wir nochmal drüber. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde mich freuen, aber ich, bei dem Nebel, wenn das so neblig ist am Nürburgring, dann würde ich eher sagen, irgendwann zwischen 8 und 10. Das ist unsere Lounge. Die zeigen wir euch jetzt mal. Wo essen wir, wo hängen wir ab? Toiletten gibt es hier auch. Alles da und das zeige ich euch jetzt. Quasi MTV Cribs auf Nürburgring. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Bald habe ich den Ernst soweit. Cup-Autos sind schon da. Die Türe ist auch schon korrekt foliert. Also alles gut. Es kommt. Es kommt. Es kommt, Freunde. Ein bisschen Geduld. Ein bisschen Geduld. Ja, das ist die Lounge. Hier gibt es dann Essen. Schöne Sitzmöglichkeiten, ist natürlich jetzt ein bisschen Personen eingeschränkt wegen Koronski. Ne? Guck mal hier, der Vincent kommt mit dem ersten Rosé um die Ecke. Also der ist schon mal gut drauf. Den hat aber, glaube ich, nur weitergereicht. Der trinkt ihn nicht selber. Hoffe ich jedenfalls. Das ist der Ron, Ron Moser, einer der schönsten Männer hier am Platz. Der schönste. Der schönste, Entschuldigung. Danke. Aber Ron hat zwischendurch schlechte Laune. Warum? Jetzt kannst du mal deine Sorgen und so. Jetzt kannst du mal alles hier zum, wie so ein Beichtstuhl, weißt du? Ich habe keine schlechte Laune. Wenn ich dich sehe, dann geht's mir immer gut. Lügen sollst du auch nicht. Ja, okay, aber kann ich ganz gut. So, wir tun jetzt mal was essen. Genau, wir essen jetzt was und dann machen wir ein bisschen Haya Bobo wahrscheinlich. Mal gucken. Bis später.